nicht, dass ihr denkt, der Alfred hat mich zu Hause gelassen. Ich durfte mit an dieses schöne Fleckchen. Herzlich willkommen zu einem neuen Stellplatzvideo mit eurem Dachmobil. Wir haben das Pfingstwochenende, 17. bis 20. Mai 2024. Wir haben gedacht, wir fahren diesmal gar nicht so lange weg. Nach dem Stau der letzten Woche hatten wir die Nase voll und haben gedacht, wir fahren dahin, wo wir früher eigentlich fast jedes Wochenende waren. Wir sind in den Marsdünen, in der Nähe von Well, auf dem Camperplatz Syreheide und dem Darkstrand, einem Naturbadesee, hier im Naturschutzgebiet Marsdünen gelegen, am Leukemeer und Rheindersmeer, gibt es noch den dritten See, den Darkstrand Syreheide, einem Naturbadesee, der auch einen Camperplatz, also einen Wohnmobilstellplatz, auf der anderen Seite der kleinen Straße, die dazwischen liegt, die geht nur hinten noch zu dem Pferdehof. Die Frösche sind gerade lauter als ich. Einen riesigen Wohnmobilstellplatz mit 50, in Klammern, es geht auch mehr, Stellplätze beherbergt. Wir haben hier einen völlig unkomplizierten Stellplatz, der schon seit den 80er Jahren existiert, den gleichen Betreiber Pächter hat, der sich hier um alles kümmert. Unser lieber Jupp ist in die Jahre gekommen, der Platz auch, aber hier brauchst du auch kein Schickimicki. Wer nicht allzu viel Ansprüche stellt, sondern Natur, Geselligkeit, entspannte Atmosphäre und ein wenig Wasser in der Nähe liebt, ist hier genau richtig. Wir haben hier kein Hightech, wir haben hier einen Charme. Den Platz kann man nicht erklären, man kann ihn nur spüren. Hier kommt man schnell in Kontakt, wenn man möchte. Du kannst wunderbar spazieren gehen, Radfahren. Hier ist alles da, wenn man einfach nur die Seele so richtig, richtig baumeln lassen möchte. Folgt uns mal mit über den Platz. Wir zeigen euch oder versuchen euch zu zeigen, was und warum er uns so gut gefällt. Kommt mit. Ihr kommt angefahren. Ihr kommt, so wie Kollege da vorne, aus der Richtung hier auf diesen kleinen Forstweg hereingefahren und seht dann auch schon auf der rechten Seite das Schild Camperplatz, wo ihr alle Informationen auch nochmal mit der Telefonnummer, der E-Mail und der Website entnehmen könnt, damit ihr wisst, was die Gebühren betragen. Der Stellplatz kostet für 24 Stunden 11 Euro und Stromkosten nochmal als Tagespauschale 4 Euro dazu. Es gibt darunter noch das kleine Hinweisschild Spar. Der Spar befindet sich in gut 1,5 Kilometern entfernt auf dem Campingplatz Leukemeer. Da könnt ihr aber hinten den Weg am Leukemeer entlang nehmen. Der ist kürzer, als wenn ihr hier der Straße folgt, wenn ihr mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs seid. Ihr fahrt auf den Platz und haltet euch dann links, rechts geht es nur ins Feld und habt dort einmal den Parkplatzbereich für den Naturbadesee, den Darkstrand hier und dahinter auch den ausgeschilderten Bereich für die Wohnmobile. Zeigen wir euch noch, aber ich zeige euch vorher noch mal was anderes, damit ihr hier mal durchblickt, weil ich hier immer von mehreren Seen rede. Wir haben hier vorne zum Leukemeer noch eine Informationstafel, wo ihr sehen könnt, was das hier überhaupt so ist, ne? Alfred folgt mir mal unauffällig. Das Ganze war ein Kiesabbaugebiet und als die dann mal hier so fertig waren mit dem Sand und Kies rausholen, hat man hier diese Seenlandschaft geschaffen. Hier ist der Vorhof, hier geht es in die Maas. Hier haben wir noch ein Bild, wie es in der Kiesgrube war. Ich glaube, das kriegen wir jetzt nicht richtig gezeigt. Hier haben wir das Leukemeer, Wassersportsee mit Landal oder irgendwie sowas und einem Campingplatz, dem Jagdhafen. Hier haben wir unseren Darkstrand, da haben wir unseren Camperplatz, das Wiesenstück dahinter. Und dahinter ist noch das große Rheindersmeer, ein Naturschutzsee, der wirklich der Flora und Fauna überlassen ist, mit wunderbarem Rundwanderweg und verschiedenen Radwegen, die über den bekannten Knotenpunktsystem zu erfahren ist. Da haben wir das Ganze nochmal im Kartendetail. Wir haben hier unseren Stellplatz mit unserem Badesee, das Leukemeer mit dem Vorhafen, der Maas.
Hier haben wir dann das Örtchen Well mit der besten Eisdiele der Welt. Und hier nochmal das ganz große Rheinersmeer. Ja, da haben wir hier eine super schöne Lage in blühender Natur. Auch hier, ihr hört das, ne? Das ganze Vogelgezwitscher hinterher, im Hintergrund hinterher. Und all den ganzen Wald, Dünen, weißen Sand. Und ab und zu mal ein Auto. Die Kiefern, die aussehen wie Pinien und vielen, vielen Wildblumen. Wir lieben diese Landschaft. Der See könnt ihr während eures Aufenthalts morgens, nachts, tagsüber nutzen. Ihr kommt hier auf das Gelände. Der Durchgang an der Kasse wird für uns Camper aufgelassen, so dass man morgens vor dem Frühstück schon eine Runde durch diesen wunderbaren See schwimmen kann. Er hat einen klassischen Sandboden, von daher auch gute Temperaturen. Also ich bin hier schon zig Stunden und Kilometer durchgeschwommen. Subs sind auch erlaubt, also hier habt ihr wirklich ein tolles Badevergnügen. Da sind wir dann auch schon direkt hier auf dem Gelände, das zum See runtergeht, wo auch das ehemalige Kiosk ist, beziehungsweise Cafeteria, und der Eingang zum Badestrand an WC- oder Sanitärcontainer und der Ver- und Entsorgung. Wir haben hier einen praktischen Container, der für die Herren eine Toilettenkabine und zwei Pissoirs beinhaltet und für die Damen zwei Toilettenkabinen und ein Handwaschbecken. Da sind wir auch schon im Inneren des Containers, brauche ich nicht viel zu erklären. Man kennt einen Container, Spiegel, Handwaschbecken und zwei Toilettenkabinen, die sehr sauber, aber eben im Containerscharm sind. Aber das kennen wir ja und wir haben ja alles an Bord. Wie wir auch eben immer wieder sagen, hier ist es am besten, wenn man autark steht. Wir haben auch für die Herren den Bereich mit einer Kabine und zwei Pissoirs. Das dritte ist defekt. Daneben befindet sich eine Außendusche, die ganz praktisch ist, wenn man aus dem See kommt und sich dadurch, dass der See einen Sandboden hat, noch abspülen möchte oder auch eine kalte Dusche nehmen möchte, kann man die hier nutzen. Ist natürlich alles in der Stellplatzgebühr enthalten. Dann haben wir hier auch noch ein Handwaschbecken. Die einzigste Versorgung mit Frischwasser, die es auf dem Gelände gibt. Hier könnt ihr im Stellplatzpreis inbegriffen euch Wassermengen, Wasser in kleineren Mengen entnehmen. Den Schlauch anzuschließen ist hier möglich. Dafür könnt ihr auch, wenn das Tor geöffnet ist, auf das Gelände fahren und den Schlauch dann hier über die Absperrung legen, weil das Ganze ist hinter einem Sichtschutz. Sollte der Imbiss geöffnet sein, dass man eben nicht hier auf die Fähr- und Entsorgung schaut. Dahinter haben wir auch schon eine selbstgemachte Entleerungsstation für die Chemietoilette, die einfach ganz einfach zu erklären ist. Deckel auf, Klöken rein, also der Inhalt. Und dann habt ihr auch einen Strauch, mit dem ihr eure Kassette spülen könnt, damit das Ganze dann rückstandsfrei wieder in euer Wohnmobil kann. Das ist alles. Wie ihr seht, der Platz ist in die Jahre gekommen, wenn man bedenkt, dass der Betreiber aber auch schon ein richtig stolzes Alter hat und das alles hier alleine wuppt und man hier einen Platz hat, der, wie soll ich das sagen, du musst ihn spüren, du kannst ihn nicht erklären, du musst ihn spüren, der Platz wirkt auf dich, weil es hier so ruhig, so entspannt ist und hier eine familiär ist und aus Fremde werden Freunde, eine riesige Gemeinschaft während eines Aufenthalts hier entsteht. Wir haben unsere Bekannten, mit denen wir immer unterwegs oder öfters unterwegs sind, mit denen wir uns verabreden, alle hier kennengelernt. Ja, nicht alle, bis auf einen. Und auch jetzt gegenüber noch nie gesehen. Man kommt ins Gespräch, man kann aber auch allein für sich bleiben und du gehst hier raus, du bist am See, du kannst schwimmen. Dahinter ist das Leukemeer, der Wassersportsee. Du kannst bis in den Yachthafen laufen, ist ein guter Kilometer. Gehst du die Kilometer in die andere Richtung, kommst du ans Rheindersmeer, ein riesengroßer Naturschutzsee. Da ist jegliche Art von Wassersport verboten, aber du hast eine Artenvielfalt. Schaut mal in das Video von unserem Drumherum, was wir ja wieder bekannterweise dazu gemacht haben und gleichzeitig online stellen. Da haben wir euch die drei Seen auch gezeigt. Und von daher ein Eldorado für Hundeliebhaber, Wanderfreunde
und Radfahrbegeisterte und für Kinder können hier in der Natur noch einiges sehen. Es gibt hinten Spielplätze am Rhein, das Meer. Es gibt einen Wasserspielplatz, also da gibt es eine Menge. Und natürlich, auf dem Platz sind Hunde erlaubt. Wir sind hier die Minderheit. Wir haben nämlich keinen Hund. Hier hat fast jeder einen Hund oder mehrere. Hunde sollten an der Leine geführt werden. Aber auf dem Gelände hier zum See hin, ab dem hier vorne zum Seezugang, also praktisch ab dem Pfad, der da runter geht, sind die Hunde verboten. Aber auch hier, wenn hier man vielleicht was trinken möchte, wenn offen ist, ich weiß im Moment nicht, wie die Öffnungszeiten sind, sage ich euch später, dann könnt ihr den Hund mitnehmen. Jetzt fehlt noch eins. Wir wollen natürlich auch unser Grauwasser entsorgen. Dafür Hokus Pokus Vidibus, hebt den Stein, lasst das Wasser rein. Könnt ihr das Aspwasser hier entsorgen. Ne? Da macht ihr den Deckel ab und dann geht's da rein. Alles Marke Augen, Eigenbau, einfach, funktionell und für 11 Euro müssen wir, wenn wir den See mitnutzen können, jetzt auch kein Hightech-Wunder erwarten. Dafür bekommt ihr hier was, was ihr anderswo nicht bekommt, nämlich unberührte Natur und eine Ruhe und eine Entschleunigung, die man so kaum auf anderen Plätzen findet. Solltet ihr einmal ein größeres Teil entsorgen müssen oder die Mülleimer voll sein, legt es nicht daneben, stopft es nicht da rein. Wir sind hier im Naturschutzgebiet, umgeben von Wald. Das heißt, es laufen auch Wildtiere bis auf den Platz, Füchse, Rehe. Und es zieht natürlich auch andere Nager und ähnliches Getier an. Nehmt es und bringt es bis in den Container. Legt es auch nicht davor. Das Ding kann man aufmachen. Leider immer wieder beobachtet, gerade in der Hochsaison, dass sich hier vorne kaputte Regenschirme und Liegestühle vortümmeln, anstatt einmal den Deckel aufzumachen und das da reinzuschmeißen. Meine Bitte an euch, weil das ist eben der Charakter des Platzes. Es soll ja nicht aussehen wie auf dem Schrottplatz. Ja, du bist ja auch hier. Um den See herum verteilt sind viele von diesen Bänken und auch Picknickplätzen, wo ihr euch hinsetzen könnt. Wie gesagt, der Jupp lässt das Tor abends offen, den Durchgang am Kassenhäuschen. Und ihr könnt hier auch mit einem Glas Wein oder einem Fläschchen Bier schön in den Sonnenuntergang gucken. Wobei, da habe ich den Tipp, schaut mal in das andere Video, wo man den geilsten Sonnenuntergang sieht. Da müsst ihr nämlich hinten auf den Steg zwischen dem Darkstrand und dem Leukemeer. Und das ist Sonnenuntergang pur. Wir haben ja, wie gesagt, ne, ihr wisst, ich bin Sonnenuntergangsfetischist. Gefühlte 50.000 Bilder mittlerweile. Und es ist, ob Dänemark oder sonstige Küsten, der geilste. Zeigen wir euch aber in einem anderen Video. Zu dem See kann ich euch noch sagen, den kann man natürlich auch als Badesee nutzen, wenn man hier in der Nähe wohnt, von Kleve oder Geldern-Goch. Kevela ist es ja nicht so weit. Der Eintrittspreis für das Schwimmbad kostet für Erwachsene ab 12 Jahre, also ab 12 Jahre 4 Euro. Dann Kinder von 6 bis 12 kosten 2 Euro und unter 6 Jahren ist der Eintritt für die Lütten kostenfrei. Die Stellplatzgebühren sage ich euch on the way direkt mit, 11 Euro. Strom kann man dazu buchen. Es sind nicht ausreichend Stromanschlüsse für alle Plätze vorhanden. Wir haben gerade gehört, letzte Woche haben hier eben mehr als Anschlüsse waren gestanden. Ich glaube, dreimal, viermal so viel. Ja, eher viermal. Ja, viermal so viel. Das müsst ihr mit einkalkulieren. Wie gesagt, Strom zahlen euch kostet 4 Euro. Die 11 Euro Stellplatzgebühren beziehen sich auf 24 Stunden. Also du musst hier nicht sonntags, mittags zum Sauerbraten abrücken. Du kannst, bis das Jupp abends kassieren kommt, noch stehen bleiben. Also dann solltest du weg sein, weil sonst musst du bezahlen. Zum Bezahlen ganz einfach. Jupp hat einen Golfcaddy, das wir euch gleich noch zeigen. Und damit fährt er abends seine Runden und kommt persönlich kassieren.
Ihr haltet das Geld bitte abgezählt bereit. Er kann aber auch wechseln. Die Stellplatzgebühren von 11 Euro sind nur in bar zu bezahlen und müssen täglich entrichtet werden. Ihr könnt nicht sagen, es bleibt 3 Tage, hier hast du 33 Euro, bumm. Nein, hier müsst ihr täglich bezahlen, da das hier so eben Sitte ist. Und wer das kennt, der akzeptiert das auch. Das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Wir haben hier noch das Fietzcafé-Kiosk, wie man es nennen soll. Es gibt doch die typischen niederländischen Sachen, Pommes und Frikandel, Frikandel-Spezial, Softdrinks und ich glaube Bierchen gibt es noch, ne? Ja, denke ich. Und ein paar Snacks. Ab 16 Uhr bei gutem Wetter ist das dann da geöffnet bis 20 Uhr, 21 Uhr. Ist immer ein bisschen wetter- und besucherabhängig. Da müsst ihr einfach gucken. Aber auf jeden Fall, wer abends grillt und ein paar Pommes dabei möchte oder mit den Kindern am Strand ist, kann denen hier mal schnell eine Pommes oder Frikandel holen. Die Preise sind immer recht moderat gewesen. Ich denke mal, da hat sich auch nichts geändert. Und es gibt Eis, natürlich. Eis am Stiel, beziehungsweise eben fertiges Eis. Aber das ist ja auch immer eine schöne Erfrischung. Es gibt noch einen kleinen Spielplatzbereich hier oberhalb des Geländes, wo die Kinder ein bisschen klettern und schaukeln können. Das sind die Relikte, die noch übrig sind. Er war mal größer. Hier werden aber keine neuen Geräte mehr aufgestellt. Aber wenn die Kinder schwimmen können, unten ist auch ein bisschen Sand, da können die auch was buddeln, ist es ja eigentlich Beschäftigung genug. Ich sagte ja, der Platz, den müsst ihr auf euch wirken lassen. Ich blende einfach mal ein paar Szenen und Bilder ein, die wir in der Vergangenheit hier aufgenommen haben, wie es auch im November, im Winter oder auch im Hochsommer hier aussehen kann. Ich kann es nicht erklären. Lasst sie mal auf euch wirken. Ich werde auch still sein. Genießt es. Das Caddy, also wenn ihr den sieht mit dem Jupp drauf, dann ist entweder kommt er dann die Mülltonnen auf den Platz leeren oder abends was kassieren. Da haben wir auch unser Kioskcafé, wo ihr nett sitzen könnt. Und hier vorne auch noch das Kassenhäuschen vom Darkstrand. Auf dem Platz verteilt findet ihr 6 bis 8 von diesen Stromkästen, 6 Ampere abgesichert, einfach Steckdose rein. Wenn der Jupp kassieren kommt, sagen, ich habe Strom dabei, die 4 Euro dafür zahlen, sollte mal eine Sicherung rausfliegen, wir haben mal so eine Elektrokochplatte angeschlossen, das war nicht so gut, dann könnt ihr den Sicherungskasten öffnen und die Sicherung wieder reinmachen. Weil dann habt nicht nur ihr keinen Strom, sondern alle anderen, die an dieser Viererkombination dranhängen, auch nicht. Weißt du noch? Da wird gerade gerappelt. Merkwürdig. Also von daher ist nicht für jeden ausreichend Strom. Da in den Sommermonaten kann es dann schon mal knapp sein, wenn hier über 100 Wohnmobile stehen. So wie letzte Woche mit 125. Dann sind auf dem Platz verteilt überall Müllsäcke aufgestellt, die auch täglich geleert werden, wo ihr euren Restmüll ungetrennt entsorgen könnt. Der Platz ist stellenweise beleuchtet. Wir haben hier vereinzelt Lampen aufgestellt, die dafür sorgen, dass ihr nachts, solltet ihr mit dem Hund Gassi gehen oder noch von einem Camper zum nächsten gehen wollen, nicht über die Strippe fällt. Überall, wo ihr diese Seile seht, könnt ihr mit eurem Wohnmobil stehen. Es gibt seit Corona hier vorgeschriebene Fahrrichtungen. Einmal mit der Schnauze nach vorne, die gegenüberliegende Seite mit der Schnauze nach unten. Das ist von der Gemeinde so aus versicherungstechnischen Gründen vorgegeben und daran hat sich auch strikt jeder zu halten. Ansonsten muss er leider den Platz verlassen.
Solltet ihr mit Camper und Auto anreisen oder wie ich das schon mal hatte, am Brückentag arbeiten müssen, könnt ihr eure PKWs hier abstellen, während euer Camper dann auf dem Camperplatz steht. Und hier seht ihr nochmal das ganze Gelände im Blick. Eine super verdichtete, feste Wiese. Überwiegend richtig eben. Wir haben, glaube ich, selten hier Keile benutzt, ne? Wenn er nur an der oberen Reihe am Zaun. Und ansonsten steht ihr hier sehr gerade. Hi. Hey. Und auch alles top verdichtet, auch wenn es mal etwas mehr regnet. Da seht ihr direkt, wie man hier steht. Man stellt sich längs hin, nach vorne, genügend Platz, die Markise aufzubauen. Auch wenn der Nachbar eben bis an diese Seilmarkierung schön herangefahren ist, können gegenüberliegende Seiten die Markisen aufbauen und es ist noch genügend Platz in der Mitte übrig, dass wir hier einen vernünftigen Fahr- und Fluchtweg haben. Super, oder? Gegenüber haben wir ja das Leukemeer, den Wassersportsee, wo du hinten am Yachthafen auch, beziehungsweise am Campingplatz, doch gibt es noch einen Campingplatz, vom SUP bis hin zum Elektroboot verschiedene Fahrzeuge ausleihen kannst. Also auch einen Tag auf dem Wasser kann man hier verbringen. Nicht nur um dem Wasser und im Wasser, es geht auch auf dem Wasser. Also vorher hatten die auch Grillinsel. Genau, da hattest du dann wie so ein Donut, dass du dann als Elektroboot hier über das Leukemeer bewegen konntest. Oft liegen auch hier umgebaute große Binnenschiffe, mal Plattschiffe drin. Es liegen wirklich große Schiffe hier drin, die schon mal von der Mars hier einlaufen. Es gibt immer was zu sehen. Und das Geilste, was es hier zu sehen gibt, ist der Sonnenuntergang. Die Sonne, Alfred folgt mir mal, geht genau da hinten, wo ungefähr das Boot gerade fährt, unter und wirft dann ihre letzten Strahlen hier auf den Steg. Und wenn du dann da auf den Holzbohlen sitzt, hast du die Sonne einmal von oben und von dem angewärmten Holz von unten. Das geht durch dich durch. Also das ist ein Kernsonnenuntergang. Also Infrarotsauna. Ja. Ich muss mal gerade, Alfred, blend mal weg. Ich habe wieder Tiere mitgenommen von unterwegs. Die sammelt alles. Wir blenden euch hier mal kurz den Sonnenuntergang ein. Das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, dass wir euch unser Fazit zum Camperplatz Darkstrand Sörenheide abgeben. Wir sagen, es war unser Lieblingsplatz. Wir waren mehrere Monate nicht hier, damit wir euch andere Plätze zeigen können. Und man kommt hier hin und fühlt sich direkt wieder wie zu Hause. Von daher unsere volle Punktzahl. Nicht für die Ausstattung, sondern für das Gefühl, dass wir Camper hier von Freiheit und Natur erleben dürfen. Wir sagen danke, lieber Jupp. Bleib noch ganz, ganz lange gesund und fit, wie du jetzt bist. Vielen Dank, dass du seit über 40 Jahren uns hier betreust und willkommen heißt. Und euch sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, wie immer. Fürs Abo danke ich ja auch. Und dann fürs Liken und Kommentieren gibt es ja auch wieder Antworten. An der Stelle sage ich wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann geht es wieder los mit dem Duckmobil. Ciao. Ciao.